Es läuft. Wunderbar. 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, willkommen zu meiner Nachmittagssession. Irgendwie kriege ich es immer hin, doch mich zweimal breitschlagen zu lassen. Egal. Diese Session ist vollkommen unvorbereitet. Also, ihr seid genauso vorbereitet wie ich. Ist super. Mache ich aber hin und wieder gerne Sicherheits-Q&A, also Fragerunde. Ihr fragt, ich antworte und weiß hoffentlich, was dazu zu sagen. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich wenigstens irgendwas halbwegs Normales dazu beitragen kann, weil ich mich in meinem tagtäglichen Leben mit diesem Thema regelmäßig beschäftige, Webseiten betreue in diesem Thema und auch so ein Newsletter rausbringe, der allerdings lügt, weil er kommt mittlerweile nur noch monatlich und nicht zweiwöchentlich. Aber da stehen immer wieder auch irgendwelche Security-Tipps drin. Insofern hoffe ich, dass ich das ein oder andere dazu beitragen kann, was ihr jetzt wissen wollt. Und ihr dürft jetzt fragen. Und wenn ihr was fragt, ihr habt ja kein Mikro, ich werde das dann immer wiederholen für die Aufnahme. Ne? Also nicht wundern. Bitte. Also die Frage, wir starten mit einer extrem speziellen Frage, super. Also normalerweise kommen hier irgendwelche Larifari-Fragen als erstes, wir steigern uns langsam rein, aber mit so einer Frage zu starten ist schön. Die Frage ist, es hat jemand Tor-Exit-Server-IP-Adressen geblockt auf der Webseite, für die Webseite, ob man das machen sollte, wollte, müsste. Ich persönlich würde sagen, nö, weil ist auch egal. Ja? Also ich mache an den Webseiten, was sowas angeht, relativ selten irgendwas. Also auf Website-Ebene wohlgemerkt. Ne? Wir reden jetzt über WordPress-Umfeld, Website-Ebene. Ob irgendetwas auf Hoster-Ebene aus Sicherheitsgründen geblockt wird, wir haben ja auch wieder mal Hoster-Besuch im Plenum sitzen. Also wenn die irgendwas in ihren Security-Einstellungen machen, weil sie glauben, da müsste irgendwas, das ist immer so eine so auf Infrastruktur-Ebene, okay. Aber jetzt auf reiner WordPress-Ebene, nö. Da blocke ich sowieso eher selten bis nichts. Ja, kannst du direkt einhaken, wenn du möchtest. Okay. Also wir machen es auf Kundenanfrage schon manchmal. Das liegt ganz darauf an, ob es im Voraus schon mal Probleme gab. Ich spreche jetzt ein bisschen lauter, weil es vielleicht dann auch. Ja, ich wiederhole das dann in Kürze gleich nochmal. Ob es schon mal Probleme gab. Wir haben 2, 3 Kunden, die spezielle Websites haben, die oft wirklich durch Scripting-Attacken explizit von den Tor-Exploits reinkommen. Ich würde grundsätzlich erstmal sagen, nö, ja, aber check doch mal, check die Logs. So, wenn es bei dir mal so war, dann auf jeden Fall mal sagen, aber genau wie Marc sagte, ich will es auch auf der Ebene machen. Ja. Genau, also die Rückmeldung war tatsächlich, manchmal hat man das auf Kundenanfrage, dass man die Server, die IPs blockt, aber nur wenn es vorher Vorfälle gab und wenn dann tatsächlich ausschließlich auf Hosting-Ebene, auf Infrastruktur-Ebene. Es ist auch vollkommen sinnlos, da jetzt WordPress einzubeziehen oder da nochmal auf der Ebene irgendwie, das sind ein paar Ebenen drüber, das kann viel früher, kann der Zugriff abgefangen werden, das spart Performance und das muss nicht auf WordPress-Ebene passieren. Es waren aber andere Meldungen eben noch, die ich bitte. Ja, genau. Wenn du über das Tor-Netzwerk gehst, das ist also die Frage war, was denn das Ganze ist. Also das Tor-Netzwerk ist ja so ein Netzwerk, mit dem du anonym surfen kannst und nicht auffällst. Und am Ende hast du ja so ein Exit-Node. Das bedeutet, das ist der Punkt, wo aus diesem Tor-Netz wieder ins normale Netz irgendwie dann. Das heißt, das ist die IP-Adresse, die dann angezeigt wird, ne? Mit der du quasi eigentlich unterwegs bist. Und das ist dann das, wo alle, die über dieses Netzwerk auf deine Seite zugreifen, dann quasi rauskämen und die du deswegen da erkennen kannst. Ja, das könnten prinzipiell auch legitime Menschen sein. Ja, ja, klar. Genau, also können legitime Sachen sein, deswegen nicht so viel blocken, weil wir erstmal alle Leute zulassen wollen, auch welche, die anonym surfen wollen. Bitte. Mhm.
Also. Die Frage ist, ob man WordFence noch einsetzen kann, ob das schlau ist, ob das ein empfehlenswertes Tool ist. Also ich nutze WordFence hin und wieder selbst. Und zwar für genau so ungefähr eine Viertelstunde. Wenn ich eine mir vollkommen unbekannte Seite habe und mit der irgendwas anfangen soll, dann installiere ich WordFence und lasse den Dateiscanner da drüber laufen, um mal zu gucken, ob der irgendwas entdeckt. Das ist so diese erste grobe Prüfung, ob also der Schadcode mir quasi mit dem nackten Hintern ins Gesicht springt. Ja? Dafür kann man WordFence ganz gut verwenden. Und wenn das fertig ist, lösche ich WordFence wieder. Grundsätzlich spricht ansonsten jetzt nicht so viel dagegen. Das ist jetzt kein Schrott. Ja? Es ist vielleicht nicht zwingend notwendig. Es gibt bessere Sachen. Wenn man die Funktionen, die WordFence bietet, haben möchte, gibt es bessere Lösungen als WordFence. Aber WordFence ist halt Benutzer einfach. Ja? Also wenn ich eine Web-Application-Firewall haben will, dann nehme ich was anderes. Aber mit WordFence ist sie vielleicht für den Normalbenutzer einfacher zu konfigurieren. DSGVO-mäßig ist das weniger ein Problem. Es gibt 3-4 Sachen, die man schlauerweise abschalten sollte. Also diese Brute Force Netzwerk Login-Schutz, weil der IP-Adressen in die Weltgeschichte schickt. Da kann man aber auch, wie ich eben im Vortrag sagte, auch drüber streiten, also ob das überhaupt DSGVO-relevant ist. Es werden zwar IP-Adressen verschickt, aber halt von Menschen, die Login-Fehlversuche haben, was potenziell jetzt nicht der normale Besucher ist. Also da kann man dann auch ein bisschen wieder drüber streiten. Und ja, WordFence hatte letzte Woche eine Sicherheitslücke, eine riesengroße, also eine wirklich wahnsinnig große. Es gibt sehr einfache Möglichkeiten in WordPress, die Benutzernamen von WordPress rauszufinden. Ja, also ich brauche da wenige Minuten, dann kann ich dir bei einer normalen WordPress-Seite sagen, wie die Benutzer heißen auf deiner Seite. Und es gibt Menschen, die das als große Sicherheitslücke von WordPress empfinden. Ich gebe zu, ich installiere regelmäßig auch was auf meinen Seiten, um das auszunocken. Ja? Jetzt nicht, weil ich das als große Sicherheitslücke empfinde, sondern weil ich da meistens schöne Namen angezeigt haben lassen möchte, statt der eigentlichen Benutzernamen. Aber wenn du den Benutzernamen hast, brauchst du halt immer noch ein Passwort. Wenn das Passwort sicher ist, ist es vollkommen wurscht, ob jemand den Benutzernamen hat oder nicht. Wenn du dich bei Twitter einloggst, loggst du dich da auch mit deinem Twitter-Benutzernamen ein. Und das ist dein Twitter-Username, also dein Twitter-Name. Und bei Twitter käme jetzt auch keiner auf die Idee, dass der Name in irgendeiner Form zu verstecken wäre, weil der steht sogar auf unseren Badges drauf. Also damit hast du auch schon den Benutzernamen, brauchst nur noch das Passwort desjenigen bei Twitter. Um jetzt zu argumentieren, dass bei WordPress es notwendig wäre, diesen Benutzernamen zu verstecken, muss man jetzt schon um viele Ecken laufen, um das Argument irgendwie valide zu machen. WordFence hat aber eine Funktion, diese Möglichkeiten in WordPress zu blockieren, dass man eben nicht mehr die Benutzernamen rausfinden kann. Und die Sicherheitslücke letzte Woche war, dass in der Funktion ein Fehler drin war, sodass man es doch konnte. Also sprich, die Sicherheitslücke in WordFence führte dazu, dass WordPress sich wieder so verhalten hat, als wäre kein WordFence installiert, was jetzt die Benutzernamen-Enumeration anging. Also wegzuwerfen. Ist aber ein klassisches Problem, also dass die Security-Plugins gerne Security-Lücken haben. Ne? Das trifft jetzt nicht nur auf WordFence zu, sondern auch auf die anderen. Man wirft halt eine ganze Menge Code auf das System drauf, um das System sicherer zu machen. Und wenn man Pech hat, ist in dem Code aber eine Sicherheitslücke drin. Deswegen ist auch, wie immer bei WordPress, es sehr hilfreich, möglichst wenig zu tun. Ja? Das, was man erreichen will, mit möglichst wenig Ballast, um halt das Risiko zu minimieren, dass da irgendwas drin sich böse auswirkt. Und deswegen sind WordFence und auch iTheme Security, um nur mal was anderes zu nennen, damit wir nicht nur über WordFence bashen, das sind halt so umfangreiche Security-Suiten, wo ich jetzt keinen versteinige, dass er sie nutzt, die ich aber jetzt nicht nutzen würde, weil mir das zu viel Code ist für das, was ich tatsächlich an sinnvollen Maßnahmen erreichen möchte. Zugegeben, für den Endanwender sind die manchmal hilfreicher, weil sie einfacher zu konfigurieren sind und man mit ihnen weniger kaputt machen kann, als mit Lösungen, die ich jetzt zum Beispiel einsetzen würde. Also, darfst gerne WordFence einsetzen. Ich grinse ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Ja? So. Also ich mache tatsächlich ganz ähnliche Dinge, nur ich mache sie selber. Was iThemes und WordFence machen, sind ein paar Sachen abschalten, ein paar Sachen absichern. Und was ich mache, ich habe ein Snippet,
HTXS-Snippet, also wohlgemerkt, wenn man natürlich mit dem Nginx rumläuft, funktioniert das logischerweise nicht mehr. Ne? Aber wenn man jetzt auf dem Apache-Server unterwegs ist, habe ich da so ein Snippet, was ich in alle meine Seiten reinprügel. Da sind so ein paar Sachen drin, die man gängigerweise abschalten sollte, die in den allermeisten Fällen sowieso schon hosterseitig abgeschaltet sind. Wir gehen nur noch mal sicher, dass wir es machen. Also mal als Beispiel, ich muss mal die Maus finden, hier oben. Ich kann mein Fenster versuchen, kleiner zu machen, ja. Ah, guck mal an. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Schriftgröße größer hier. So, dann könnt ihr tatsächlich was sehen. Wunderbar. Wahnsinn, ne? Also diese Full-Path-Disclosure zum Beispiel ist meiner persönlichen Meinung nach ein Bug in WordPress. Das sollte man mit den Core-Entwicklern nicht diskutieren, weil da kriegt man einen auf den Deckel für. Dass es Stellen gibt in WordPress, wo man Dateien aufrufen kann, die eine Fehlermeldung ausgeben, und mit dieser Fehlermeldung kann man den vollen Pfad von WordPress rausfinden. So, damit könnte man was anfangen. Die Meinung der Core-Entwickler an dieser Stelle ist, das ist ein Fehler in der Serverkonfiguration, das ist nicht unser Problem. Das ist nicht ganz falsch, weil es ist eine Serverkonfigurationsangelegenheit. Sie könnten aber einfache Maßnahmen ergreifen, um das zu verhindern. Also es wären 5 Zeilen Code mehr und es wäre auch gut. Aber egal, aber um das zu vermeiden, und ne, also 1 und 1 hat die Server schon mal gerne so konfiguriert, dass das nicht so richtig ist, ist das hier einfach da. Ne? Mit der Konfiguration passiert es halt, dass in den Fällen einfach kein PHP-Fehler ausgegeben wird. Damit das kein PHP-Fehler ausgegeben wird, kann man nicht das Verzeichnis sehen. Ende Gelände. Bei den allermeisten Hostern braucht man das nicht, aber es schadet auch nichts, wenn es drinsteht. Ne? Man verhindert so den Zugriff auf alle Dateien, die irgendwie nicht offensichtlich sinnvoll sind. Ja? Readmes, Configs, die irgendwie Bug, ne? .bug-Dateien, ne? Die wp-config.php mal umbenennen in die wp-config.bug, weil man sie mal sichern will. Ja? Ab dem Augenblick kommt irgendwer anders auf die Idee, ihr könnt sie ja lesen, da stehen die Datenbankzugangsdaten drin, wunderbar, Treffer. Ja? Nee, deswegen blockieren wir sie damit. Die robots.txt muss natürlich weiter drin bleiben. HTXS und HTPassWD irgendwie keinen Zugriff drauf, ne? Und hier wp-config, wp-sample, lies mich, read me verhindern. Die install.php soll nicht mehr aufrufbar sein, wenn das WordPress fertig installiert ist. Die XML-RPC-Schnittstelle blockieren wir, weil sie fast kein Mensch braucht. Und ne? Include-Dateien sollten nicht aufrufbar sein. Und all so möglichen Sachen. Die Security-Header habe ich regelmäßig auskommentiert, weil das ist nicht so trivial im WordPress-Umfeld. Also so, wie die jetzt hier stehen, würden sie vieles kaputt machen. Also wenn man die so einkonfiguriert. Ne? Also man kann das schön konfigurieren, das muss man sich aber jede einzelne Seite individuell vornehmen und dann kann man sie schön machen. Ne? Genau, der letzte ist das Problem. Genau. Das heißt, deswegen sind die auskommentiert, damit man das individuell dann pro Seite konfiguriert. Aber so als Ganzes und als Snippet zum einfach nur reinkopieren sind, ist das nicht so geeignet. Deswegen ist es immer mit Vorsicht. Ne? Und hier unten, das ist so ein schöner Klassiker, wir verhindern das Ausführen von PHP-Dateien im Uploads-Verzeichnis. Weil im Uploads-Verzeichnis liegen ja die Mediendateien, ne? Also Bilder und Videos und sowas. Da liegt keine PHP-Datei. Und wenn da eine liegt, dann ist das eine, die nicht richtig ist. Und dann soll die da nicht liegen. Und dann soll die erst recht nicht da ausgeführt werden. Ne? So. Das sind auch Dinge, die man mit WordFence und iTheme Security und so konfigurieren kann. Oder die meisten Sachen davon. Ja? Das ist jetzt nicht so, als wäre das Voodoo. Nur das ist halt Werbung. Das ist halt in einer HTXS-Datei sehr viel performanter als mit irgendeinem Plugin, was dann irgendwas konfiguriert. Wobei iTheme Security auch nichts anderes macht, wenn man das Häkchen setzt, als das auch in die HTXS reinzuschreiben. Ja? Also das ist, am Ende kommt dasselbe Ergebnis bei rum. Deswegen kann man das Plugin auch direkt weglassen dafür. Und also wenn du auf Nginx unterwegs bist zum Beispiel, dann hast du sowas wie eine HTXS-Datei nicht. Also die HTXS-Datei ist ja quasi eine Webserver-Konfigurationsdatei, die du in dein Verzeichnis legen kannst und nochmal Zusatzdirektiven angeben kannst, die über das hinausgehen, was du zentral für den V-Host oder so konfiguriert hast. Und sowas hat Nginx nicht. Das heißt, wenn du solche Konfigurationen machen willst, musst du das in der Konfigurationsdatei von Nginx machen, die aber zentral liegt, wo du jetzt in einem Webhosting im Regelfall nicht drankommst. Du kannst halt keine Datei in das Unterverzeichnis legen, um irgendwelche Konfigurationen zu überschreiben. Und wenn du jetzt keinen tollen Zugriff auf deinen Server hast, also keinen SSH-Root-Irgendwas-Zugriff, dann kommst du im Regelfall nicht an die Nginx-Conf dran. Und wenn du da nicht drankommst,
hilft dir das alles nicht. Insofern haben die Plugins dann damit ein Problem. Die geben dir dann zwar Code aus, meistens, und sagen, das ist der Code jetzt basierend auf deinen Einstellungen, bitte füge den in die Nginx-Conf ein. Kannst du meistens aber nicht, weil du nicht an diese Konfigurationsdatei drankommst. Wenn du einen guten Nginx-Hoster hast, dann hat er das aber sowieso drin. Also dann hat der solche Vorkonfigurationen sowieso gemacht. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist kein Voodoo. Ne? Also das ist auch das PHP im Uploads-Verzeichnis. Wenn da jetzt ein WordPress-spezifischer Hoster ist mit Nginx-Konfigurationen, natürlich hat der sowas auch in seiner Nginx-Conf drinstehen. Ja. Es geht bei all den Sachen eigentlich darum, alles auf dasselbe Level zu bringen und nur sicherzustellen, dass die Einstellungen da sind. Und als zweites, um die Frage noch zu beantworten, was meine Tools sind, nutze ich gerne eine Web-Application-Firewall. Also etwas, was zum Beispiel auch WordFence anbietet. Ich mag die nur nicht von WordFence, ich mag die besseren. Und ich nutze dafür ein Plugin, das heißt Ninja Firewall. Alles, was ihr auf meinem Rechner seht, vergesst ihr sofort, wenn es nichts damit zu tun hat, worüber ich rede. Ne? Nicht, dass hier irgendwie gleich Kundendaten auftauchen oder so, dann haben wir hier den Datenschutz-Super-GAU. Also ich hoffe nicht, dass ihr irgendwie sowas seht. Also das ist die Ninja Firewall. Die hat mittlerweile doch 20.000 aktive Installationen. Also sie wird immer mehr wahrgenommen. Ist ein schönes Produkt. Ist nicht WordPress-spezifisch, also nicht zwingend. Gibt es also auch für andere Applikationen. Und im Prinzip ist dieses Plugin nur die Hülle, um es innerhalb von WordPress zu konfigurieren. Das ist eine Firewall, die sich vor jeden PHP-Aufruf hängt und nach gewissen Regeln dann prüft, was denn da so ankommt und entsprechend blockt, wenn es es doof findet. Und ich kann bestätigen, dass das hilft. Hilft übrigens nichts bei Raidboxes, weil mal abgesehen davon, dass dieses spezielle da nicht so richtig funktioniert, aus Gründen, die vollkommen nachvollziehbar sind, man braucht das Ding aber bei denen auch zum Beispiel nicht. Ja? Also, weil da hosterseitig schon was passiert. All das ist immer im Regelfall dafür gedacht, wenn der Hoster all solche Spezialitäten nicht anbietet. Wir haben Kunden, von denen wir wissen, dass die irgendwelche uralt WordPress einsetzen, aus verschiedenen Gründen auch darauf bleiben. Und wir wissen, dass es Sicherheitslücken gibt in dem System. Und mit so einer Firewall-Installation davor, trotz Sicherheitslücke, passiert im System halt nichts, weil die Firewall es blockt. Nachteil an dem Produkt hier ist, dass es für den Otto-Normal-Anwender unter Umständen etwas schwieriger zu konfigurieren ist. Das heißt, dieses Produkt ist mit Bedacht einzusetzen. Wer da also sich jetzt nicht so sofort heimisch fühlt, kann sich auch etwas mehr kaputt machen, als dass er sicher macht. Deswegen habe ich eben gesagt, so, ne, WordFence iThemes haben ihre Berechtigung, weil sie für den Endbenutzer unter Umständen ein einfacheres Benutzererlebnis bieten für die Einstellung, die sie brauchen. Login-Versuche massiv aufgetreten mit Benutzernamen, die es nicht gab, oder die einfach nur abgeleitet wurden aus dem Klarnamen, aber eben nicht Usernamen waren. Und da waren so viele Anmeldeversuche, dass die anderen fast nicht da reinkamen. Und ich hatte da auf der Seite des All-in-One-Security-Installiert, habe da dann halt die IP-Adressen, die mit den Login-Versuchen waren, dann halt da reingeschoben. Und rausgekriegt habe ich die dann über das Plugin-Activity-Log, wo ich dann ja genau aufgeschrieben kriege, wer dann was und wann was versucht hat. Und die habe ich dann einfach nur noch die IP-Adressen rausprobiert und dann in die Blockliste reingeschrieben. Ja. Waren die Dinger erstmal dicht. Und dann war auch relativ schnell Ruhe. Also ich wiederhole nochmal fürs Video. Also bei dem Shop zu viele Anmeldungen, Login-Versuche mit nicht existenten Benutzern oder halt entsprechend falschen Logins. Und dann eine Sperrung halt der IP-Adressen derjenigen, die sich versucht haben einzuloggen. Das halte ich nur dann für notwendig, wenn die Anzahl der Login-Versuche so massiv ist, dass tatsächlich die Performance in die Knie geht. Also wenn man tatsächlich merkt, dass andere Menschen sich nicht mehr einloggen können, weil der Server zu hoch belastet ist. Bei einem Nicht-Shop würde ich an der Stelle gnadenlos so ein Basic-Auth, also so ein Hard-to-Access-Passwortschutz einfach vor die Login-Seite hängen, weil damit das Ganze dann schon auf höherer Ebene abgefangen wird, sodass da nicht PHP und WordPress und Datenbank belastet wird für die Login-Versuche.
Bei dem Shop ist das ein bisschen blöd, weil der Shop als solches braucht natürlich den Login und da kann man keinen HTTPS-Passwortschutz vorsetzen. Mit den IP-Adressen ist das allerdings so eine Sache. Also wenn es geklappt hat, ist gut. Je nachdem, was da aber an IP-Adressen rundläuft und welches Skript da gerade wie attackiert, ist es tatsächlich so, dass die IP-Adressen so schnell rotiert werden, dass man da mit dem Eintragen eigentlich nicht mehr nachkommt. Ne? Wichtig ist auch zu erkennen, also diese Login-Versuche auf einer WordPress-Seite passieren jeden Tag auf jeder Webseite andauernd. Ja? Ihr müsst nicht glauben, dass eure Webseite bei eurer Webseite das nicht passiert. Ihr habt dann nur noch nichts installiert, um das zu sehen. Und lasst euch bitte keine E-Mails schicken von fehlgeschlagenen Login-Versuchen, weil dann habt ihr irgendwann einfach mal ein Problem mit Hunderten von Mails oder so. Es ist vollkommen egal. Wenn euer Passwort sicher ist, ist alles gut. Also wenn ihr ein starkes Passwort habt. Außer, und das ist der einzige Fall, wo man dann reagieren muss, wenn tatsächlich die Performance des Servers so in die Knie geht aufgrund der massiven Login-Versuche. Und wenn es kein Shop ist, Basic Auth davor, hat man mehr Ruhe. Und wenn es dann immer noch nicht hilft, dann muss der Hoster ran. Ne? Dann darf der Hoster da mal gucken, ob er irgendwelche IP-Netze blockt oder so. Ja, man kann das Login kann man umbenennen. Das hilft nur eingeschränkt. Also es hilft bei ein paar. Also je nachdem, welches Script-Kiddy mit welchem Skript wie attackiert, kann es helfen. Ja? Bei den Schlaueren hilft es wieder nicht. Also es half auch mal, die Seite SSL zu verschlüsseln. Ja? Weil es schlechte Login-Script-Kiddy-Skripte gab, die nur HTTP konnten und HTTPS nicht verstanden haben und damit nicht mehr agieren konnten. Ja? Ich sag mal so, das wird aufhören. Also auch die Schlechten werden immer besser. Und wenn es mal kurzfristig half, also mein HTTPS ist, spricht sowieso nichts gegen, aber wenn es mal kurzfristig half, irgendwann hilft es nicht mehr. Bei einem Shop tatsächlich, wo man das offen halten muss, als Login muss man da ein bisschen rangieren und tatsächlich mit IP-Bereichen blocken, schauen, dass man klarkommt. Wie gesagt, das kann schwierig sein, weil die ihre IP-Adressen teilweise so stark rotieren, dass man da nicht hinterherkommt. Ne? Ja, also wenn man Glück hat, klappt auch das dann. Ne? Ja. Wie gesagt. Ja, kann gut gehen. Ja. Ich bin ansonsten kein Freund davon, zu viel am Login-Screen zu tun. An Sicherheitsmaßnahmen, irgendwie Capture rein oder irgendwelche Zusatzdinge. Natürlich, Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert immer, ne? Hilft auch, weil Zwei-Faktor, zweiter Faktor, bam, kann der Script-Kiddy machen, was es will. Ja? Ist immer gut. Ob nun über Google Authenticator oder ob es tatsächlich über ein Hardware-Token oder was auch immer, ne? Ist immer eine gute Sache. Zwei-Faktor, das Plugin dafür, was man standardmäßig verwendet, sollte Two-Factor sein. Weil Two-Factor ist das Feature-Plugin, was potenziell, jetzt muss ich mir nur mal gucken, welches, die heißen ja alle gleich. Das da ist es, ne? Genau. Genau, wenn da, das ist das, ne? Genau. Also Feature-Plugin bedeutet, man hat die Hoffnung, dass es irgendwann tatsächlich mal im WordPress Core landet mit dieser Funktion. Wo war ich sonst, bevor mir das Thema Two-Factor einfiel? Achso, dass man nicht zu viel am Login-Bereich macht, weil die allermeisten Leute sichern den Login-Bereich extrem gut ab. Ja, da machen sie alles. Alles wird auf dem Login-Bereich. Ne? Also alle Absicherungsmaßnahmen, alle Plugins, die es gibt, richten sich auf den Login-Bereich. Und es gibt einen schönen Blogbeitrag im Internet von einem Kollegen, der schrieb mal, das ist dann die Wellblechhütte mit der Stahltür. Ne? So, es ist so, ja, danke für diese Stahltür, der Rest ist eigentlich schlimmer. Und wenn man ein sehr gutes Passwort hat, sehr gut heißt, also hieß mal mindestens 12 Zeichen. Ich tendiere mittlerweile zu, alles unter 20 ist zu wenig. Und ihr müsst nicht komische Sonderzeichen drin haben. Wenn sie drin sind, ist es natürlich noch schwieriger, es zu knacken. Aber bei 20 Zeichen könnt ihr auch 20 normale Zeichen nehmen. Ne? Also vielleicht so ein bisschen Groß-Kleinschreibung und Zahlen helfen natürlich schon. Aber wenn man in der Größenordnung unterwegs ist, hilft's. Und natürlich habt ihr für jedes System, wo ihr euch einloggt, ein anderes Passwort, was auch 20 Zeichen lang ist. Und natürlich könnt ihr euch das alles nicht merken. Deswegen habt ihr ein Passwort-Safe, also so ein Software, mit dem ihr alle eure Zugangsdaten verwaltet. Und dann ist es auch vollkommen egal, wie kompliziert das Passwort ist. Ne? Und dann ist man gut unterwegs. Und wenn das jeder Benutzer hat im WordPress,
dann braucht man keine Stahltür mehr, weil dann ist das Ding relativ safe. Und mit zwei Faktor sowieso, dann ist es durch. Detlef. Ja, also die Frage ist, ob man das jetzt nur für Admin-Benutzer machen muss oder ob man das auch für normale Redakteurszugänge machen muss. Das Ding ist ja folgendes. Also du hast natürlich recht, theoretisch willst du dass das, willst verhindern, dass jemand Admin-Zugriff hat. Und dann könnte man auf die Idee kommen, dass das Absichern mit starkem Passwort für Admin-Zugänge reicht. Und wenn jemand als mit einem Redakteurszugang reinkommt, hat er weniger Möglichkeiten, irgendwas kaputt zu machen, kann dir zwar deine Beiträge löschen, aber da kannst du relativ schnell wieder was herstellen oder so. Aber, ich meine, es gibt genügend Beispiele, wo Angreifer nicht eine Sicherheitslücke ausnutzen, sondern eine Kombination von mehreren Sicherheitslücken, um ihr Ziel zu erreichen. Ja? Und wenn jetzt jemand aus irgendeinem Grund Glück hat und mit einem Redakteurs-Login reinkommt, und dann gibt es aber eine Sicherheitslücke in dem WordPress-System, welches nur als eingeloggter Benutzer ausgeführt werden kann. Und dann eine Privilege Escalation, ne, heißt der Fachbegriff dafür. Also, dass du quasi mehr Rechte hast, als du eigentlich haben solltest. Dann hat er plötzlich Admin-Rechte. Und hätte der Redakteur ein sicheres Passwort gehabt, wäre der Typ erst gar nicht dahin gekommen, diese Erweiterung der Benutzerzugriffsrollenerlaubnisse auszunutzen. Ja? Also, sinnigerweise für alle, um definitiv sicher zu sein. Weil man nicht weiß, was noch dazwischen hängt und passieren kann. Naja, also... Naja, also die Frage war jetzt, wie man so mit den Kunden umgeht, wenn die sich zu lasche Passwörter vergeben. Also wenn jetzt jemand in WordPress ein lasches Passwort angibt, dann muss er ja zumindest per Checkbox bestätigen, dass er akzeptiert, dass das ein schwaches Passwort ist. Das sollte eigentlich für jeden Kunden ausreichend Warnung sein, diese Checkbox jetzt nicht anzuhaken und nicht einfach auf OK zu klicken. Ich kann jetzt, ohne dass ich jetzt programmatisch irgendwas tue, dem Kunden erstmal nicht davon abhalten, dass er sich so ein Passwort vergibt. Wenn er dieses Häkchen setzt und ein dreistelliges Passwort vergibt, hat er es getan. Natürlich könnte man da eingreifen und sagen, es geht nicht. Und mal als Beispiel iTheme Security, auch wenn ich das sonst nicht generell dann jetzt dafür empfehle, aber das hat zum Beispiel so eine Funktion, dass man sagen kann, egal welcher Nutzer, bitte ein starkes Passwort verwenden. Ja? Das heißt, da kannst du das dann nicht tun. Das gibt es auch als Einzellösung. Ne? Also muss ja dann nicht ein iTheme sein. Also wenn der Kunde unbelehrbar erscheint und ich eine dauerhafte Verantwortung für die Seite habe, würde ich das tun. Also sichere Passwörter erzwingen. Wenn ich keine dauerhafte Verantwortung für die Seite habe, ja, dann muss der Kunde seine Fehler selber machen. Ja? Aber ja. Also das ist das Plugin Force Strong Passwords, mit dem man halt sicherstellt, dass es ein sicheres, starkes Passwort sein muss, was man einstellt. Weiter geht's nicht. Das weiß ich nicht. Also die Frage war, ob dieses Plugin auch die Have I Been Pwned Datenbank abfragt. Das ist so eine Datenbank von geleakten Passwörtern, wo man für seine E-Mail-Adresse gucken kann, ob der eigene Datensatz da irgendwie mal in irgendeinem Datenleak drin war. Weswegen man, wenn man sich da selbst prüft, sich überlegt, dass man da Maßnahmen ergreift und die Datenbank halt dafür da ist, dass man sagt, hier, pass mal auf, das Passwort, also das ist jetzt so bekannt, das nimmst du mir mal lieber jetzt nicht. Weil das in so einer Datenbank drin ist und automatisch häufig bei solchen
Login-Versuchen werden die Passwörter durchgegangen und da ist dann halt eins bei. Ich weiß, dass es welche gibt, WordPress-Plugins, die das tun. Das Plugin kannte ich jetzt auch noch nicht, also, aber das scheint es nicht zu tun, zumindest nicht nach dem schnellen Durchscrollen. Gibt es aber, ich müsste aber selber jetzt nachgucken, welches es war. Ich wollte doch kein Lego zeigen, verdammt. So. Seite lesen natürlich. Ja. E-Mail-Adresse eingeben und dann sagen die dir, du warst drin. Und dann... Wo, genau, in welchen Leaks man mit dabei war, ja. Ja, bitte. Die Frage war, ob WordPress-spezialisierte Hoster sicherer sind als nicht WordPress-spezialisierte Hoster? Nein. Also nicht per se nur, weil sie WordPress-optimiert sind. Man hat die Hoffnung, dass WordPress-spezialisierte Hoster sich nicht nur um WordPress-spezifische Performance, sondern auch um WordPress-spezifische Sicherheit kümmern, wenn sie ihr WordPress-spezialisiertes Angebot einrichten. Per se an sich kann man das aber so nicht sagen. Das weiß man nicht. Ja? Auch wenn ein Hoster nicht WordPress spezialisiert ist, sagt das erstmal noch nichts über seine Sicherheitsmaßnahmen aus und wie gut er die im Griff hat, WordPress spezifisch oder nicht. Er kann ja trotzdem in seiner Web Application Firewall WordPress spezifische Security Rules drin haben. Ja? Das genau, also also es gibt halt welche, die machen viel auf eigenen Infrastrukturebenen und manche halt weniger und manchmal kann man das am Preis ablesen und manchmal auch nicht. Das kann man so von außen im Regelfall nicht verallgemeinern. Ne? Es gibt welche, die machen das, es gibt welche, die machen das weniger, es gibt welche, die sind davon WordPress spezialisiert, es gibt welche, die müssen das nicht sein und machen es trotzdem. Also das ist querbeet. Die Anmerkung ist, dass wenn man einen Shop hat und einem Shop eine Benutzeranmeldung logischerweise hat und der Benutzer sich selbst natürlich sein Passwort vergibt und wenn man starke Passwörter erzwingt, dass man dann unter Umständen das Problem hat, dass der Benutzer abspringt, weil er es nicht schafft, sich ein sicheres Passwort einzutippen oder im Umkehrschluss man eben nicht so sichere Passwörter verlangt, damit die Kunden nicht abspringen und dass man dazwischen sich irgendwie entscheiden muss und so ein bisschen abwägen muss, in welche Richtung man geht. Ja, muss man abwägen. Es ist tatsächlich leider heutzutage immer noch so, dass wenn man sich die Top 20 Passwords anguckt, dass man immer noch erschrocken ist, welche Passwörter welche Menschen wann wie vergeben. Und ich sage auch, ich kriege ja Passwörter von meinen Kunden zur Verfügung gestellt, um da Websites und FTP-Zugänge und Hosting-Zugänge und ich denke mir zwischendrin auch mal, geiles Passwort. Schade. Die sind sehr offensichtlich, regelmäßig und das darf man jetzt bei solchen Shop-Logins auch erwarten, dass Leute solche tollen Passwörter vergeben. Das geht ein bisschen auch in die Richtung, was ich eben zu Detlef gesagt habe. Muss das denn für alle sein oder nur für die Admins oder für die Redakteure nicht? Die WooCommerce-Shop-Logins sind zum Beispiel ja dann auf quasi Abonnentenebene. Das ist natürlich die geringste Rolle.
da ist es noch unwahrscheinlicher, dass man so eine Privilege Escalation hat, aber sie ist nicht ausgeschlossen. Ja? Also, dass so jemand mit so einem Login irgendwelche Sicherheitslücken ausnutzt, um höhere Rechte zu erzielen, ist wahrscheinlicher im Umfeld von Rollen, die sowieso irgendwelche Rechte haben. Aber auszuschließen ist das nicht. Mit so einer Abwägung tue ich mir schwer. Das kann man jetzt nicht einfach so pauschal sagen. Ich tendiere immer zu den starken Passwörtern, weil ich glaube, man muss die Leute hin und wieder auch mal ein bisschen erziehen auf starke Passwörter. So schwer ist das gar nicht mit den starken Passwörtern. Du hast aber natürlich recht, wenn du jetzt deine Konversion nicht komplett zerstören willst und ja auch irgendwie Geld verdienen willst und bei deinem Käufer darauf bestehst, dass er ein starkes Passwort gibt, hat er keinen Bock mehr nach dem 5. Versuch und kauft irgendwo anders. Klar, ist ein anderes Thema. Ja. Aber es ist irgendwo muss es einen Mittelweg geben. Naja, also alles unter 12 ist unsicher. Ne? Also alles unter 12 kannst du auch keins vergeben. Ja? Also die Frage war, was so der Mittelweg ist, also wie viele Stellen ein Passwort haben soll. Also alles unter 12 kannst du weglassen. Dann brauchst du auch keins zu machen. Reine Mathematik. Also, naja, du musst dir halt überlegen, das kommt aber ein bisschen drauf an. Du kannst natürlich, wenn du nach 5 Fehlversuchen einer IP und so, kannst du dann wieder den Login, dann kannst du es verzögern, aber es geht einfach darum, wie viele Passwörter mit einem reinen Brute Force, also einfach durchprobieren, wie lange brauchst du, um das Passwort zu knacken. Und lokal geht das natürlich besser, also da müsstest du die Datenbank natürlich haben und kannst lokal, dann kannst du tausende von Abfragen schnell machen. Wenn du es übers Internet machst, bist du natürlich so ein bisschen auch an die Latenz gebunden, hast du vielleicht so 5 Fehlversuche und dann blocke ich dich oder so, also da braucht es dann schon länger. Aber so alles unter 12 ist 8 ist ja häufig der Standard, so für dass ein Passwort mindestens 8 Zeichen haben muss. Das ist schon schwach und ich sage 20 und irgendwo dazwischen solltest du dich bewegen. Also ganz einfach, um die Frage zu beantworten, also wer Passwörter unter 8 Zeichen zulässt, braucht keine Passwörter mehr. Also das ist das Mindeste, was man einstellen sollte. Also irgendeine Mindestlänge. Ja? Da muss man ja nicht auf Buchstaben, Ziffern, irgendwas Kombination gehen, aber eine Mindestlänge, dann wären wir ja schon gut dabei. Da und dann da. Es geht um die Frage Login über Social-Media-Profile. Ich mag das ja allein aus Datenschutzgründen schon nicht. Ja? Da muss ich ja noch gar nicht mit der Sicherheit argumentieren. Ich mag das ja schon allein nicht, weil die reine Sicherheitsfrage, das ist gar nicht so unsicher. So jetzt rein von der Prozedur her. Ja? Das ist jetzt kein Scheunentor oder so. Aber sich darauf zu verlassen, dass da noch ein Dritter mit dabei ist, das halte ich grundsätzlich für eher schwierig, unabhängig jetzt von dem rein technischen Prozess. Also ich würde das nie tun, ich mag das nicht und ich würde das auch keinem empfehlen. Naja, also die Frage ist, für wen man das unterbinden kann. Also es gibt ja erstmal in WordPress diese Funktion nicht per se. Die ist ja erstmal nicht da. Das heißt, man muss irgendwie ein Plugin installieren oder so, um diese Funktion möglich zu machen. Und dann muss man halt gucken, ob das Plugin eine entsprechende Möglichkeit hat, das nur für einzelne Rollen freizuschalten. Und dann kann man das ja zum Beispiel nur für die Shop-Benutzer machen. Also ja, könnte man machen. Aber ich persönlich würde ja generell von abraten. Aber ich weiß, so aus Bequemlichkeitsgründen ist das natürlich eine Sache, die das ein oder andere Mal sehr beliebt ist. Ja, ja, ich weiß. Das ist halt so. Da noch. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Alles andere müssen wir dann im Nachgang machen. Ich darf ja nicht überziehen, obwohl wir später angefangen haben. Die Frage habe ich nicht verstanden. Ja. Naja, also die Frage war mit diesem... Mit der Passwortregistrierung. Also in WordPress ist es ja so, wenn du einen Benutzer anlegst, dann gibst du entweder dein Passwort mit ein und dann hast du dir selber deinen Benutzer angelegt, wenn du die Rechte hast. Ne? Aber wenn dir jemand anderes einen Benutzer anlegt, dann schickt WordPress ja einen Link an den jeweiligen, an den neuen Benutzer, aber ohne Passwort drin. Da ist ja nur eine URL drin, klickst du drauf
und tippst dann dein eigenes Passwort ein. Das heißt, in dieser E-Mail steht niemals ein Passwort drin, sondern nur so ein Hash. Und der ist, glaube ich, auch nur viel zu kurz gültig. Also wenn ich sowas von meinen Kunden kriege und das einen Tag vergesse, am nächsten Tag versuche, ist der meistens schon wieder abgelaufen. Dann kann man über die Passwort-Vergessen-Funktion dasselbe wieder... Also im Prinzip ist das dasselbe wie die Passwort-Vergessen-Funktion. Man legt einen Benutzer an und der hat quasi gar kein Passwort und der Benutzer weiß nur seinen Benutzernamen und muss dann die Passwort-Vergessen-Funktion nutzen. Das ist im Prinzip die Abkürzung dazu. Also Passwörter werden nicht verschickt. Nicht. Ja, ist tödlich. Also ich meine, Entschuldigung, die DSGVO sagt mittlerweile ja, dass wir unsere E-Mails aus unseren Webseiten heraus transportverschlüsselt verschicken sollen. Ich wette, 90% haben es nicht gemacht. Das bedeutet aber immer noch nicht, dass die E-Mail selbst verschlüsselt ist. Das ist ja nur der Transportweg. Ja? Das heißt, es ist offen wie ein Scheunentor. Und das Schlimme ist ja, also solltest dann jeweils dich sofort einloggen und dein Passwort ändern. Egal, was passiert. Das machen die wenigsten, genau. Das Gemeine ist, bis du das tust, könnte theoretisch jemand anderes das Ganze schon abgegriffen haben. Die Frage ist, die du dir stellen musst, ist, wenn du dann selber dich nur einloggen kannst, also der Bösewicht dein Passwort nicht geändert hat in der Zwischenzeit, war jemand eingeloggt als ich und welche Daten konnte er einsehen? Das ist aber dann, da bewegen wir uns dann irgendwann auf einer fiesen Ebene, über die wir diskutieren. Also Passwörter verschicken ist generell eigentlich etwas, was ich sehr, sehr schlecht finde. Ich gebe aber zu, dass es Stellen in Prozessabläufen gibt, in denen das fast unvermeidbar ist. Leider. Auch gerne schon mal, also es gibt Hoster, die verschicken Willkommen-Mails mit 20 Passwörtern drin. Also das ist ihr Kunden-Backend-Passwort, das ist ihr FTP-Passwort, das ist ihr E-Mail-Passwort, das ist das Passwort. Und die Mail bewahren die Kunden dann auch ganz vorsorglich auf, weil die Passwörter braucht man ja alle 20 Jahre mal. Und dann brauche ich die Passwörter und dann leiten die mir die Mail weiter. Die haben die ja noch im E-Mail-Programm liegen und die ganzen Passwörter stimmen auch alle noch. Ja. Ist nicht so schön, ist nicht so praktisch. Sollte man so nicht tun. Ist aber natürlich einfach. Ne? Also man muss die Passwörter nicht ändern. Sie stehen da in einem Dokument drin, wunderbar, ist alles gut. Das ist suboptimal. Ne? Und wenn man es macht, dann muss es eigentlich so sein, dass beim ersten Login man nichts machen kann, außer das Passwort ändern. Also wenn man nicht das Passwort ändern, kommt man zu nichts anderem. Das ist dann die einzige Wahl in der Applikation jetzt, um das zu vermeiden. Aber auch das ist... Bitte? Nicht in WordPress, nein. Also WordPress verschickt die Mails aber ja auch nicht. Ne? Also WordPress verschickt keine Mails, wo Passwörter drinstehen. Wenn tut das irgendein Plugin, wenn man Pech hat oder so. Aber WordPress selbst tut das nicht. Wir reden hier so mal ganz allgemein über Applikationen. Und ja, also da muss man, das muss man sicherstellen. Ja, dass man nichts anderes tun kann, außer das Passwort ändern. Wie gesagt, bei WordPress sind wir da auf der Seite, dass es nur Links mit Hashes gibt, dass man sowieso nur ein Passwort setzen kann. Generell. Da kommt noch eine Hand. Ich überziehe mal noch 2 Minuten. So, bitte. Ja. Ja, die Frage ist, ob man Firewalls vorschaltet, so auf DNS-Ebene. Cloudflare, Sucuri, was es da so alles gibt. Ja, also technisch gesehen vernünftige Lösung. DSGVO, je nachdem, wo man was, warum, woher leitet, muss man halt entsprechende Regelungen treffen. Ist aber leistbar. Kann man machen. Ist aber natürlich Profi-Level irgendwo. Ne? Also das macht Otto Normalbürger. Also auch wenn die Anbieter, die das machen, einem suggerieren, dass es kinderleicht ist und man es jederzeit tun sollte, es ist eher etwas Profi-Level, man muss auch wissen, was man tut. Also auch DNS-Manipulation ist ja nicht für jeden Menschen so offensichtlich, um was es da geht. Also für eine stinknormale Webseite mit stinknormalem Besucheraufkommen ist das jetzt nicht so relevant. Ja, also das ist nicht die erste Maßnahme, die einem da einfällt. Ne? Das ist eher, da sind wir auf so einer höheren Ebene unterwegs und dann kann man sich über solche Lösungen Gedanken machen. Aber im Normalfall... Also, wenn jetzt ein Otto-Normal-Bürger mit einem Otto-Normal-Webseite zu mir kommt, wäre das nicht die erste Idee, die ich hätte. So, und jetzt glaube ich, werde ich geschlagen, wenn ich noch weitermache. Ne? Okay, dann hör mal auf. Bitte? Nee, ich habe keine Folien. Ich bin folienlos. Wer also noch Fragen hat,